Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Kollege Körner, also das war schon hochinteressant, was Sie uns hier vorgetragen haben. Um ein paar Beispiele nur aufzugreifen, was Sie gesagt haben zu den Rahmenvorgaben. Sie müssten uns mal darlegen, warum eine gemeinsame Rechnungslegung der nordrhein-westfälischen Hochschulen die Wissenschaftsfreiheit oder wissenschaftlichen Fortschritt einschränkt. Wir haben gefragt, lieber Kollege Körner, wir haben die Ministerin in der Fragestunde im November gefragt, ob sie uns ein konkretes Beispiel liefern kann, wo ein Forschungsprojekt an der Zivilklausel, an dieser maßvollen Regelung, wie wir sie im Hochschulzukunftsgesetz gefunden haben, gescheitert ist. Die Ministerin konnte kein Beispiel bringen. Und es ist genauso beim Landeshochschulentwicklungsplan. Der hat doch nichts abgewürgt, sondern das war ein gemeinsames, das war ein dialogisches Verfahren, so wie es sein sollte, weil wir gemeinsame Ziele der Hochschulen in diesem Land brauchen, meine Damen und Herren. Was CDU und FDP jetzt vorlegen in ihrem Antrag, ist ja nur ein Reproduzieren der Eckpunkte, die die Landesregierung schon vorgelegt hat. Und diese Eckpunkte, meine Damen und Herren, die haben nichts mit Freiheit zu tun. Und es ist auch nicht neu. Insofern wird das kein neues Hochschulfreiheitsgesetz. Das ist einfach nur ideologiegetriebene Retropolitik. Sie wollen, ja, das sagt der Richtige, Herr Kollege, Sie wollen mehr Bevormundung für Studierende. Sie wollen einen Abbau akademischer Demokratie. Sie haben kein Hochschulfreiheitsgesetz vor. Sie planen ein Studierendengängelungsgesetz. Und meine Damen und Herren, ich finde, es ist richtig, dass wir, und es ist wichtig, dass wir die Studierenden, denn das ist nun mal die größte Statusgruppe an den Hochschulen, an dieser Stelle in den Blick nehmen, und zwar auch stärker in den Blick nehmen, als Sie das tun. Sie wollen Leistungsdruck statt guter Lehre. Ein Beispiel auch dafür, die verbindlichen Studienverlaufsvereinbarungen, die Sie vorhaben. Aus der Verpflichtung der Hochschulen, gute Lehre, gute Lernbedingungen anzubieten, wird die Verpflichtung für Studierende, Lernleistungen abzuliefern. Und das widerspricht der Studierfreiheit. Es schränkt die individuelle Entfaltung im Studium massiv ein. Und es wirkt letztlich kritisches und kreatives Denken ab, was Sie da vorhaben. Es ist genauso das Comeback der Anwesenheitslisten, was Sie vorhaben. Damit benachteiligen Sie Studierende, die einen Job haben müssen, die auf einen Job angewiesen sind, die Kinder erziehen, die Angehörige pflegen, betreuen oder die eine chronische Erkrankung haben. Statt Freiheit planen Sie hier einen völlig sinnlosen Eingriff in das selbstbestimmte Studium. Und Ihre Devise ist nicht nur an dieser Stelle, an vielen weiteren Stellen ist Ihre Devise nicht der Bürokratieabbau, den Sie immer behaupten. Es geht Ihnen um Demokratieabbau. Sie wollen de facto die Gruppenparität streichen und stattdessen, und da grüßt Herr Pinkwart, schön, dass auch Sie da sind, Sie wollen die Befugnisse des Hochschulrates weiter ausweiten. Statt Bürokratie im akademischen Alltag abzubauen, wird von Ihnen die akademische Demokratie zum Bremsklotz erklärt. Das ist doch demokratiefeindlich, was Sie da vorhaben. Bei Ihnen ist studentische Mitbestimmung unerwünscht. Sie wollen Studienbeiräte abschaffen, die einzige echte Chance für Studierende, ihr Fach mitzugestalten. Und wenn Sie die Beauftragten für die studentischen Hilfskräfte als Fremdkörper diffamieren, dann ist das gerade in der heutigen Zeit, wo die Angriffe auf die Demokratie so vielfältig geworden sind, bitter, denn es ist bitter nötig, mehr Demokratie in allen Lebensbereichen zu schaffen. Sie können, und das ist ein interessanter Wechsel Ihrer Strategie, bisher war es ja immer so, dass Sie alle nichts damit zu tun hatten, was da im Koalitionsvertrag steht. Die Ministerin hatte auch irgendwie nichts mit der Koalition und mit den regierungstragenden Fraktionen zu tun. Jetzt ist es anders. Mit Ihrem Antrag zeigen Sie heute, was Sie wollen, dass Sie genau das wollen, was da geplant ist. Heute können Sie nicht mehr behaupten, Sie wären es nicht gewesen. Ab heute sind das alles Ihre Projekte. Es sind Ihre Projekte für weniger Freiheit, für weniger Selbstbestimmung, für mehr Bürokratie und für schlechtere Beschäftigungsbedingungen. Das alles sind Ihre Projekte. Und mit dem heutigen Tag wissen die Menschen im Land,
wo die Fronten in dieser Auseinandersetzung verlaufen. Die Studierenden wissen, dass sie für Schwarz-Gelb nichts zählen. Die Beschäftigten wissen, dass sie für Schwarz-Gelb nichts zählen. Die ausländischen Studierenden wissen, dass sie für Schwarz-Gelb nichts zählen. Wer gegen Studiengebühren ist, der weiß, dass wir seine Stimme sind. Und wenn dieser Antrag irgendetwas Gutes hat, dann, dass er das klar dokumentiert und dass er diese Grundlage, dass er diese Konfliktlinien für die Auseinandersetzung der nächsten Monate aufzeigt. Und ich freue mich auf diese Auseinandersetzung, und Sie sollten das nicht.